Ciao zusammen. Auf diversen YouTube-Channels und im Internet zurzeit ist das Thema Soft-Mounted Motors ganz gross. Yay! Bringt es etwas, wenn man seine Motoren durch irgendeine gummige Unterlage ablöpft von seinem Quad? Primär um Vibrationen zu dämpfen. Und ich habe das selber ausprobiert. Ich habe das Problem mit meinem China-Quad. Das ist dort in der Mitte. Wie man auf den folgenden Videos sieht, beim Gasgeben, früher immer im tieferen Bereich, hatte ich so Ja-Zuckungen gehabt, mehr oder weniger. Wenn ich viel Gas gebe, war das kein Problem gewesen. Und testweise habe ich jetzt das mal soft-mounted. Ich habe Ninja-Flex und Semi-Flex-Unterlagen gedruckt. Auch die Schrauben soft-mounted, also von unten her. Hier hat das Bild wie das ausgesehen. Und das Resultat ist ziemlich positiv, ohne irgendetwas zu ändern am Tuning. Sieht das jetzt schon viel besser aus. Man merkt es noch ein bisschen, wenn man schaut, aber es ist im Großen und Ganzen massiv besser geworden. Mein Fazit in diesem Fall zum Soft-Mounting vom Motor ist gar nichts Neues. Also beim Tricopter, wo ich schon länger am Basteln bin, habe ich das schon lange gemacht. Das ist nicht irgendwie eine neue Riesenerfindung. Ich denke, dass es eine gute Sache ist, wenn man Vibrationsprobleme hat, wenn man in der glücklichen Lage ist und einen Kopter hat, wo alles perfekt ist und man kaum Vibration hat, ist es aber von mir aus gesehen nicht nötig, weil ich gehe davon aus, dass wenn man es off-mounted, auch mit Loctite, haben die Schrauben nicht gleich gut, wenn man das Zeug satt und richtig zusammenschrauben kann. Es gibt ein bisschen Spiel durch die Weichheit, die es gibt, und das kann dazu führen, dass sich die Schrauben schneller lösen. Darum mein Fazit, machen wenn nötig, schneller fliegt wegen dem nicht. Merci fürs Zuschauen, ciao zusammen.